schönen guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Dann freue ich mich, dass ich ganz herzlich begrüßen darf zur zweiten pluralistischen Ergänzungsveranstaltung zum Programm des heutigen Montags. Und wir beginnen gleich mit einer Session zu Wechselwirkungen von Ökonomik und Gesellschaft. Eine Session, die gemeinsam organisiert wird vom Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft der Johannes-Kepler-Universität in Linz und des Instituts für Ökonomie der Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues. Wir begrüßen jetzt Silja Graupe und Florian Rommel von der Cusanus-Hochschule und Katrin Hirte und Walter Oetsch aus Linz und möchten beginnen mit Silja Graupe. Und damit darf ich Ihnen auch das Wort übergeben. Viel Vergnügen. Ja, dann herzlich willkommen von meiner und von unserer Seite. Ich bin Vizepräsidentin der Cusanus-Hochschule und Leiterin des Studiengangs, des Masterstudiengangs Ökonomie. Und wir sind eine Hochschule, die erst im Mai diesen Jahres anerkannt wurde und uns explizit auf die Fahnen geschrieben haben, Philosophie und Ökonomie neu zu begründen und gesellschaftsrelevant auszugestalten. Ich beginne diese Ergänzungsveranstaltung mit einem Kurzvortrag, mit einem Impuls über Hayeks Wissenschafts- und Bildungsverständnis. Und das wird unmittelbar überleiten zu der Frage, die Walter Oetsch bewegen wird, der Frage der Bildhaftigkeit des Denkens. Also diese beiden Vorträge sind eng aufeinander abgestimmt. Kurze Kontextualisierung, warum gehe ich mit diesem Thema hier hinein? Ich denke, es ist für die plurale Ökonomik höchstens Zeit, sich intensiv mit dem zu beschäftigen, was als Mainstream der ökonomischen Bildung und der Wissenschaft erklärt wird oder gegenwärtig herrscht und dort zu sehen, warum werden bestimmte Theorien eigentlich gelehrt. Sie kennen die Antwort von Neoklassikern, man sagt, warum ist die herrschende Lehre im Moment, wie sie ist, und dann sagen sie immer relativ lapidar, wie jetzt auch wieder in den Zeitungen zu lesen, das Richtige bzw. das Gute oder das Wahre setzt sich halt durch. Und hierzu möchte ich einen alternativen Entwurf vorlegen und darstellen, dass von Hayek explizit ein anderes Wissenschaftsverständnis und ein anderes Verständnis der Durchsetzung von wirtschaftswissenschaftlichen Theorien entworfen wurde. Hayek, hier in einem Zitat aufgenommen vom Institut for Economic Affairs, sagt explizit, dass die Wissenschaft und Wirtschaft, also Wissenschaft im Allgemeinen, Wirtschaftswissenschaft im Besonderen, eine entscheidende Rolle spielt beim Wandel der Gesellschaft an sich. Er sagt, wenn wir eine alternative Politik haben wollen, das steht jetzt alles ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre in Vorbereitung des Siegs etwa von Margaret Thatcher in Großbritannien, das ist also der Kontext, und dass wir, wenn wir hier einen Wandel, einen politischen Wandel haben wollen, dass wir erst einen Wandel im wissenschaftlichen Denken haben wollen und hier zu den sogenannten Intellektuellen, der Begriff wird gleich noch Rolle spielen, also auf die Intellektuellen Einfluss nehmen wollen. Er formuliert also eine Kette, wir sagen erst die Eroberung der Wissenschaft mit bestimmten Ideen und dann hat er eine Vorstellung, so wie er schreibt, dass dann nahezu automatisch die Gesellschaft und die Politik folgen wird. Es ist hier also ein Einfluss formuliert auf Wissenschaft, auf Gesellschaft, der nicht direkt Politik versucht zu beeinflussen, sondern das, was Hayek das Meinungsklima einer bestimmten Zeit nennt. Und dieses Meinungsklima soll via Wissenschaft explizit geprägt werden. Sie kennen wahrscheinlich alle das Zitat von Keynes, Ideen, ob wahr oder falsch, sind wesentlich wirkungsmächtiger, als man allgemein annimmt. Weniger bekannt ist, dass Hayek, der ja eigentlich als Gegenspieler von Keynes gilt, sich in dieser Meinung oder in dieser Auffassung direkt mit Keynes verbündet. Er ist wohl eine der wenigen Stellen, wo er Keynes sehr wohlwollend zitiert, hier in Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Auch er schreibt, die Macht abstrakter Ideen beruht in hohem Maße auf eben der Tatsache, dass sie nicht bewusst als Theorien aufgefasst, sondern von den meisten Menschen als unmittelbar einleuchtende Wahrheiten angesehen werden, die als stillschweigend angenommene Voraussetzungen fungieren. Ja, also es geht ihm hier darum, abstrakte Ideen,
insbesondere auch abstrakt-mathematische Ideen, die er eigentlich wissenschaftlich ablehnt, die eben zu stillschweigend angenommen Voraussetzungen von politischer Meinung und wissenschaftlicher Meinung zu machen. Und entscheidend ist hier, dass er sagt, es geht eben, so wird es Walter Oetsch argumentieren, um die Bildhaftigkeit des Denkens. Es geht darum, praktisch im Unbewussten bestimmte Vorstellungen von Wirtschaft zu verankern und hierfür die Wirtschaftswissenschaft in Dienst zu nehmen. Damit wir uns diese Vorstellung kurz ein bisschen genauer angucken können, möchte ich einen der engen Mitstreiter von Friedrich Hayek vorstellen. Es ist Walter Lippmann. Man könnte, wenn man mehr Zeit hätte, mache ich das auch, erstmal einen Bezug zu Edward Bernays hinstellen, die Beeinflussung öffentlicher Meinung via Propaganda, die Schrift 1928, diesen Schritt lasse ich hier aus, aber auch dort eben die Idee der Manipulation der Massen durch die Elite via der Einfluss von Bildern, von unbewussten Lehrauffassungen. Walter Lippmann in Public Opinion entwirft eine Idee des Funktionierens des gemeinen Menschen, der später oder in Edward Bernays Schriften dann als Massen- oder Massenhirn dargestellt wird, wie bei Hans Domislav ungefähr, also dann in den späteren Jahrzehnten. Aufgabe der Wissenschaft, so Walter Lippmann, ist es, hier ist ein Zitat von ihm, das Expertentum praktisch zwischen den Bürger und die Umwelt, in der er lebt, also dort einzubetten, und zwar auf eine Weise, dass der Bürger, und dazu gehört auch der gemeine Politiker, sich nur noch auf dieses Expertentum in seiner Urteilskraft verlassen kann und gleichzeitig darüber verleitet wird, über Umwelt, über Realität nachzudenken und dort tatsächlich zu handeln. Was sowohl Lippmann zugrunde liegt als auch Hayek, ist eine Theorie des Unbewussten, die im 19. Jahrhundert unter anderem durch Freud begründet wird. Und er schreibt erstmal, das ist also seine Ausgangsthese, dass wir alle Geiseln von bestimmten Bildern in unserem Bewusstsein seien. Und diese Bilder selber sind der Reflexion nicht zugänglich, sind also in hohem Grade unbewusst. Und es geht darum, jetzt diese Art von Bildern, die handlungsleitend sind, aber nicht selbst reflektiert werden sollen, zu prägen. Ja, also Lippmann kennt noch zwei verschiedene Arten dieser Prägung. Die eine ist kulturell, ein Prozess, der über Jahrhunderte läuft, selber unbewusst ist, und eine Prägung über das, was er Public Opinion nennt, großgeschrieben, und zwar eine Prägung, die gezielt von bestimmten Menschen beeinflusst wird, also eine Aufgabe, die Hayek und Lippmann der Elite zuschreiben. Was passiert hier also, welche Theorie, und die ist ganz entscheidend für Hayeks Wissenschaftsverständnis, die Frage, was eigentlich gemacht werden soll. Es geht darum, Menschen von ihrer Erfahrung zu separieren. Ja, also Sie sehen das ja, Klammerbemerkung, in den Wirtschaftswissenschaften, diese große Frage, warum haben wir eigentlich eine vollkommen weltfremde, abstrakte Theorie? Sie kann hier eine entscheidende Rolle spielen, weil es darum geht, Umwelt und den Menschen in der Aufmerksamkeit voneinander zu separieren. Wie Lippmann sagt, Einflussnahme funktioniert nur, wenn Menschen nicht die unmittelbare, also ihre Weltbilder unmittelbaren Erfahrungen revidieren können. Wie funktioniert es? Man setzt zwischen den Menschen und seiner Erfahrung eine Scheinwelt ein. An anderer Stelle heißt es auch ein Stereotyp. Und das sind eben bestimmte Bilder über den Lauf der Wirklichkeit, die aber nicht mit Wirklichkeit übereinstimmen. Das Bewusstsein richtet sich dann nur auf diese Vorstellungswelten, haben also mit Realität nichts mehr zu tun. Und das ist jetzt das Entscheidende, aber das Handeln auf der Grundlage dieser Weltbilder findet dann in der realen Welt statt und schafft dort auch einen realen Wandel, den der Bürger oder der Mensch dann selber aber nicht beeinflussen kann. Mit diesem, ich kann es hier nur sehr kurz darstellen, wenn Sie ein solches Bild vom menschlichen Bewusstsein haben, kann die Wissenschaft eine entscheidende Rolle einnehmen bei der Prägung dieser sogenannten Scheinwelten, Pseudo-Environments oder Stereotypen.
Er sagt, der Wissenschaftler soll nicht mehr derjenige sein, der den Politiker bei aktuellen Entscheidungen berät, sondern er soll die Wahrnehmung der Fakten, so schreibt er es, also to prepare the facts for the man of action, er soll die Weltbild, er soll den politischen Entscheidern Weltbilder vorformulieren, auf deren einfachen Grundlage dann Entscheidungen getroffen werden. Ja, es geht also darum, Politiker von Erfahrung abzuziehen. Sie sollen kein spezifisches Wissen mehr von Erfahrungswelten haben und gleichzeitig eben ihnen einfache Muster, Erklärungsmuster an die Hand zu geben, wie Welt funktionieren soll. Ich kehre zurück zu Hayek und der Vorstellung des Intellektuellen, formuliert 1949 in den Intellectuals and Socialism. Hayek greift, Sie wissen das, hat selber mit Lippmann, das Lippmann-Kolleg, begründet und dann die Montpellerin Society, also hier wird diese Idee von politischer Einflussnahme unmittelbar wirksam. Hayek beruft sich in dieser Schrift nicht explizit auf Lippmann, aber die inhaltliche Übereinstimmung ist frappierend. Erstmal geht Hayek davon aus, dass er sagt, es gibt ein gesellschaftliches Meinungsklima, aus dem sich alle individuellen Haltungen, alle individuellen Vorstellungen, eben gerade auch von Wirtschaft, formulieren, das aber so allgemein ist, dass es selber überhaupt der Wahrnehmung entzogen bleibt. Ja? Also er sagt, it's a vague impression, es ist etwas, wie wir gleich argumentieren werden gemeinsam, es ist eine Bildhaftigkeit, es ist das, was Theorien zugrunde liegt, an Selbstverständlichkeiten, aber selber auch der wissenschaftlichen oder öffentlichen Reflexion entzogen bleibt. Also diese Unmöglichkeit, anders zu denken, die muss als Meinungsklima herrschen und sie muss explizit hergestellt werden über die Einwirkung von Eliten auf die Gesellschaft. Und er sagt, dass also eines der besten Sachen, die passieren kann, wenn dieses Meinungsklima auch noch den Anschein erwecken könnte, als wäre hier the latest scientific achievement behind it. Ja, also wenn das funktioniert, dass man sagt, es gibt eine Auffassung, die alle teilen, dann wird die besonders wirkmächtig, wenn dort der Eindruck erweckt wird, als wäre die gesamte Wissenschaft, in diesem Fall die Wirtschaftswissenschaft, dort dahinter. Wie wird jetzt ein solches Meinungsklima hergestellt? Hayek unterscheidet drei verschiedene Arten von Wissenschaftlern. Ich gehe sie nur ganz kurz durch. Und relativ einfach, den Intellektuellen, zu dem er auch Journalisten und so weiter, Sie sehen es hier, zählt, den Scholar Expert in a particular field of thought und die Original Thinker. Der Original Thinker ist jemand, der fähig ist, die Voraussetzung seines eigenen Denkens zu reflektieren. Sie können sich vorstellen, dass Hayek in dem Thema Beeinflussung der öffentlichen Meinung mit einem solchen Wissenschaftler nichts anfangen kann, weil der ja genau fähig wäre, das Meinungsklima einer bestimmten Zeit sich eben doch bewusst zu machen und zu reflektieren. Den schließt er also aus für eine solche Fragestellung. Der Experte, den er hier meint, ist jemand, der erfahrungsgesättigt ist, der also ganz in einem bestimmten Feld tatsächliche Erfahrung hat und der ist natürlich für eine Strategie der Beeinflussung der öffentlichen Meinung auch unheimlich gefährlich, weil er eben genau diesen Spalt zwischen Wirklichkeit und Mensch und seiner Wahrnehmung zu kippen droht. Was Hayek also erzielen will, ist eine reine Bildung des Intellektuellen. Und der Intellektuelle ist, der über sehr wenige Konzepte verfügt, über sehr wenige Ideen, aber eine unglaubliche Fähigkeit hat, sie auf alles in der Welt anzuwenden. Ja, also wenn Sie zum Beispiel die Idee des ökonomischen Imperialismus sehen, dann müsste man sich jetzt hier, mache ich nicht, darüber unterhalten, ob das genau einer solchen Idee entspricht. Man hat wenige Annahmen, Sie kennen es bei Gary Becker und können damit die ganze Welt erklären, dann ist das hervorragend geeignet für diese Art von intellektuellen Bildung. Keine Verantwortung für unmittelbar praktische Angelegenheiten und selber eben jetzt zu Verteidiger zu werden, er nennt es Gatekeepers of Ideas, dafür zu sorgen, in der Resonanz der vielen, also Lehrer, Professoren, Journalisten, Filmemacher und so weiter, dass andere Vorstellungsbilder
über Wirklichkeit gar nicht mehr die Öffentlichkeit erreichen können. Letzter Punkt hier, Sie sehen es, dass er sagt, wenn man die Intellektuellen gewonnen hat, wenn man also die ganze Wissenschaft drehen würde, so Hayek, dann wäre der Wandel in der Gesellschaft automatic und irresistible. Ich gehe in den letzten verbleibenden Minuten auf die Auswirkungen ein. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was meines Erachtens relativ wenig, vor allem im deutschen Diskurs, zitiert wird oder diskutiert wird, aber erhebliche Auswirkungen für die Formierung neoliberaler Thinktanks weltweit hat. Das ist das Institute of Economic Affairs, an dem Hayek unmittelbar in den 50er Jahren beteiligt gewesen ist. Hier die Schrift des ehemaligen Chefs John Blundell, Waging the War of Ideas. Ja, also diese Übernahme der öffentlichen Meinung, die Prägung mit unbewussten Bildern, ist nichts, was die Menschheit freiwillig machen würde oder eine Öffentlichkeit, sondern es ist hier ein wahrer Krieg der Ideen zu entfesseln. Nebenbemerkung, Bildhaftigkeit des Denkens, gucken Sie sich diesen Titel an, eine Schachmattsetzung, die nach den Regeln des Schachs noch nicht mal möglich ist. König kann kein König schlagen. Was geht es? Um was geht es dem Institute of Economic Affairs von Beginn an? Es ist a basic struggle to promote personal liberty, is the task of persuading. Ja, also hier geht es um diese Überredungskunst. Our fellow man not only that free market allocation of goods and services economically efficient and wealth enhancing, but also and much more importantly, that market allocation is morally superior to other methods of exchange. Ja, also darum geht es jetzt, ein Meinungsklima zu haben, was auf der Ebene des Unbewussten und damit des Vorsprachlichen eben auch diese moralische Vorzugswürdigkeit der Marktwirtschaft herstellt. Und hierfür sollen die alten liberalen Ideen belebt werden, aber nicht als bewusster Diskurs, sondern eben auf der Ebene der, der Bilder der Unbewussten. Ja, hier sehr schön, ich sagte, es ist ein Krieg der Ideen zu entfesseln. Und hier John Blundell, also der Chef, sagt, es geht darum, Ideen wie Waffen zu benutzen. Ja, und dass man sagt, nie würde sich ein Institute of Economic Affairs unmittelbar in politische Entscheidungen einmischen, sondern es geht darum, die Ideen auf Intellektuelle abzufeuern, also insbesondere auf die Wissenschaft. Und die würden dann selber freiwillig den Weg dafür freimachen, dass eben nur eine bestimmte Art der Ideen innerhalb der Gesellschaft überleben kann. Und genau in diesem Kontext kommt jetzt eben diese Idee der sogenannten Market Ideas. Über Bildung und Überredung, das gehört jetzt zusammen, also nichts mit der Idee von humanistischer Bildung im Sinne der Selbstaufklärung der Person, sondern eben der Idee der Überredungskunst. Was hat das Institute of Economic Affairs gemacht, jetzt mit wesentlich mehr neoliberalen Thinktanks, vor allen Dingen in Amerika? Diese liberale Tradition, diese Marktgläubigkeit oder diese Idee von Vorzugswürdigkeit von Märkten, von Marktgleichgewichten und so weiter, bis zum Laien hinunter durchzudeklinieren. Und hierfür jetzt, Sie erinnern sich an den Intellektuellen, er soll mit wenigen Ideen über alles schreiben können. Und genau das hat das Institute of Economic Affairs seit den 50er Jahren gemacht, dass sie aus dieser vorbewussten oder unbewussten Perspektive der Vorzugswürdigkeit von Märkten alle Diskussionen vereinnahmt haben. Das sind damals vor allen Dingen, was dann politisch wirksam geworden ist, Privatisierungsdiskussionen gewesen, was für uns völlig selbstverständlich ist, aber auch Steuern, der Umgliederung des sozialen Sektors, Medizin, Vorsorge und so weiter. Und hierfür sehr wichtig, nicht nur ein Informal Network, so steht es hier bei John Blundell, sondern ein Gesamtnetzwerk zu gründen, in dem neue Formen der Wissenschaftlichkeit und ihrer akademischen Meriten begründet wurde. Blundell sagt selber, es braucht Massen von neuen Standards, warum Wissenschaftlichkeit erfolgreich sein soll. Es wurden Preise ins Leben gerufen, den wichtigsten davon werden Sie kennen, wo dann ja auch die eigenen Leute ausgezeichnet wurden, Journals wurden gegründet und so weiter.
um eben in diesem abstrakten Raum, der erstmal keinen Bezug zur Wirklichkeit hat, für Wettbewerb und für Gewinner und Verlierer zu sorgen. Damit komme ich zum Ende, ohne dass ich das hier zeigen kann. Was sind die Ergebnisse eines solchen, hier von Margaret Thatcher selber, wir reden jetzt hier noch von den 80er Jahren, also die dem Institute of Economic Affairs und Hayeks Idee des Intellektuellen beschieden hat, dass auf diese Weise ein Klima öffentlicher Meinung hergestellt würde, der den Sieg ihrer Regierung und ihrer Ideen möglich gemacht hat. Letzte Abschlussbemerkung. Meines Erachtens ist es unglaublich wichtig, diese Diskussion, ich würde das jetzt tun, wenn wir noch mehr Zeit hätten, unmittelbar mit der Frage zusammenzubringen, warum haben wir heute eine völlig abstrakte Lehre in der ökonomischen Bildung, also warum ist sie weltfremd, warum beruht sie eigentlich nur auf wenigen Ideen und gibt es einen Zusammenhang und wenn ja, welchen zur der Wirkungsweise dieser Herren, die ich hier vorgestellt habe, zu deren Theorien und zu den unzähligen Thinktanks, die auf dieser Denkrichtung begründet wurden. John Blundell sagt selber in seiner Studie Waging the War of Ideas oder in dieser Schrift, dass sie Milliarden ausgegeben hätten, um diesen Kampf innerhalb der Wissenschaften zu gewinnen. Vielen Dank. Ich komme vom ICRE in Linz, von der Universität Linz. Dort wurde 2009 ein Institut gegründet im Zuge der Finanzkrise mit der Aufgabe, und das ist auch der Name der Institution, an der ich arbeite, die Vorgänge im ökonomischen Bereich, also vor allem im Zuge der Finanzkrise, aus einer interdisziplinären Sicht zu untersuchen. Das heißt, unser Institut heißt deswegen Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft. Innerhalb dieses Anspruchs ist das Kollegium, mit dem ich zusammen arbeite und bei den Projekten, die wir absolvieren bzw. eingereicht haben und versuchen auch Fragestellungen gerecht zu werden und Antworten zu finden, vor allem im Bereich der Wissenschaftssoziologie angesiedelt. Und ich möchte Ihnen hier einen Ausschnitt präsentieren, wenn ich das versuche anzudocken an das Gesagte meiner Vorrednerin, gehe ich sozusagen noch einen Schritt zurück und sage oder frage, und jeder von uns weiß, dass das auch so ist im Alltag, wenn ein Herr Hayek oder ein Herr Mises oder ein Herr Lippmann sich etwas ausdenkt, heißt das ja noch lange nicht, dass es eintritt. Man kann natürlich die Strategie verfolgen, und es wurde auch gesagt, sehr, sehr viel Geld auszugeben, sich sehr, sehr klug zu organisieren, ne? Sehr, sehr diszipliniert auch vorzugehen, auf einen langen Atem zu setzen, so wie das eben Hayek selber gesagt hat, der vorausgesagt hat, das dauert ungefähr 40, 50 Jahre und dann ist es gekippt. Das war ja die Voraussage von ihm und er hat ja auch recht gehabt. Trotzdem muss man natürlich mit dem Anspruch einen Schritt zurückgehen und sagen, niemals in der Praxis wird genau das eintreten, was man sich erplant hat. Das heißt also, laxer formuliert, alles, was ich tue, tue ich mit einer bestimmten Intention, aber da zu einer Kommunikation immer zwei gehören, mindestens zwei gehören, habe ich nie die Garantie, dass das, was ich sage, so bei Ihnen ankommt, wie ich es mir vorstelle. Weil Sie sind eine eigene Person, eine eigene Persönlichkeit, ne, die das, was ich sage, mit einer bestimmten Intention annimmt. Es gibt nie den Zustand 1:1, es gibt keine Deckungsgleichheit. Das heißt, wieder anders formuliert oder wissenschaftstheoretisch formuliert, Zukunft ist nicht voraussehbar. Das ist die ureigenste Begründung dafür. Performativity of Science, so wie es hier steht, ist das Wort dafür, das wir benutzen, um zu sagen, dass jegliche Äußerung eine Wirkung hat, aber natürlich die spannende Frage ist, welche. Streng genommen, wie gesagt, bei meiner Vorrednerin ging es um Konzepte. Streng genommen in der Ökonomie reden wir von Modellen, von Theorien, von Auffassungen, von Formulierungen. Streng genommen gilt die Performativity oder der Ausspruch von Austin
jegliches Äußern ist auch Handeln. Streng genommen gilt das natürlich auch für nichtverbale Kommunikation. Anders formuliert oder drastisch an einem Beispiel formuliert, Sie können es ausprobieren, aber sagen Sie bitte, wenn Sie es ausprobieren, es ist ein Experiment, gehen Sie nach Hause, stellen Sie sich vor Ihren Partner, schauen Sie ihn schweigend von oben zu unten an, drehen sich um und gehen. Machen mit Ihnen jede Wette, Sie haben kommuniziert. Mit welcher Folge kommt dann darauf an, in welchen Verhältnissen Sie sich gerade befinden. Aber wie gesagt, sagen Sie bitte, es ist ein Experiment, ich möchte nicht schuld sein für die Folgen dieses Experimentes. Performativity of Science, wie gesagt, kommt von John Austin und sagt, jegliche Äußerung mit dem Sprechen, einfach ausgedrückt, ist auch ein Handeln. Und die Frage ist, die der Handlungsfolgen. Und hier bin ich natürlich auch bei dem, was, wie gesagt, meine Vorrednerin sagte, interessant wird das dann bei konzeptionellen Vorgehen. Performativität hat aber nicht den Anspruch, einfach nur zu sagen, es gibt, wie gesagt, Akteure und wie ein Auftreten, wie eine Performance, wie eine Aufführung, ne, läuft dann die Welt wie eine Theatervorstellung nach den bestimmten Vorstellungen von Akteuren, sondern Performativität meint eben gerade, es geht nicht um das Subjekt, das alles im Griff hat und die Planungen treten ein, das hatte ich schon gesagt, sondern Performativität meint einfach nur, es die Äußerung selbst entwickelt in einer ganz bestimmten Konstellation eine ganz bestimmte Kraft, eine ganz bestimmte Art und Weise des Wirkens. Im Alltagsverständlich sagen wir, jemand, der etwas bewirkt in der Welt, ist der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Konstellation. Ja? Dann haben Sie so eine nahezu hundertprozentige Übereinstimmung. Das, wie gesagt, ist das, was der Anspruch des Performativen ist. Hier noch ein Zitat von Stegmüller, der sich darüber beschwert, dass man das 2500 Jahre übersehen hätte. Ganz so ist es nicht, sondern hier ist es so, wie auch seit wir seit Kuhn wissen, ne, zur Theorie der Umsetzung von Paradigmen, er hat es nicht ganz so drastisch formuliert oder ausformuliert, aber wir wissen es seitdem, dass sich neue Theorien genau dann durchsetzen, wenn sie nicht nur strategisch implementiert werden, sondern wenn sie auch einen ganz bestimmten Namen bekommen. Und was Austin von zum Beispiel Platon unterscheidet, und Platon hatte schon dieselbe Botschaft, nämlich dass ganz bestimmte Ideen formuliert sich durchsetzen in ganz bestimmten Konstellationen, was ihn unterscheidet, ist einfach, dass Austin mit der Wortkreation Performativity einfach ein neues Zeitalter beschrieben hat. Der Begriff wurde dann zu dieser Theorie, so wie Kuhn das Gleiche gesagt hat wie Fleck, der das 50 Jahre vorher schon gesagt hat, was Kuhn dann geschrieben hat. Kuhn hat es in seinem Vorwort auch betont, aber Kuhn hatte den Begriff dazu, hatte die Theorie dazu, hatte die Ausformulierung dazu. Während Fleck noch von Denkkollektiven, ne, und Denkweisen sprach, kam dann mit Kuhn das Schlagwort Paradigma und seitdem ist es, wie gesagt, in den Köpfen besser verankert und lässt sich besser drastisch ausdrücken. Worauf ich auf die Konzeptionierung möchte ich hier, wie gesagt, nicht eingehen. Worauf ich natürlich eingehen möchte, ist das, was wir verständlicherweise sagen über Wirken von Ökonomen. Auch hier wieder ein Schritt zurückgegangen. Uns geht es um das gesamte Wirkungsspektrum und nicht nur um die Wirkungsweise von den Ökonomen, die eben im Mainstream den Kopf bilden, sozusagen sich durchsetzen und leitend, anleitend, visionär wirken, sondern wie gesagt, uns geht es um das gesamte Wirkungsspektrum. Nach den herkömmlichen Vorstellungen haben Sie diese, der Ökonom ist der Lieferer, das typische systemtheoretische Denken, an dem unsere Gesellschaft seit, ne, der Hochzeit von Luhmann sprichwörtlich krankt, alle Geisteswissenschaften, das ist meine Grundthese auch. Wir haben die Vorstellung, der Wissenschaftler arbeitet in der Wissenschaft und beliefert dann irgendwann die Politik. Eine vollkommen absurde Situation, ne? Vollkommen weltfremd und praxisfern. Das gilt, wie gesagt, auch wieder für unseren Alltag. Versuchen Sie mal überzeugend, Ihrem Nachbarn zu erklären, wenn Sie einen Rechtsstreit haben, dass derjenige Recht hat, der am meisten Recht hat. Das ist Luhmann. Ne? Recht haben oder Recht nicht haben. Ne? Ihr Nachbar wird Ihnen eins grinsen und sagen, wir werden ja sehen, wer sich durchsetzt. Ich verdiene 100.000 Euro im Monat. Also die Kombination von Wirtschaft, Politik, Rechtssystem und Wissenschaftssystem ist natürlich allgegenwärtig und jeder Wissenschaftler weiß das, weil auch die Wissenschaft muss von Geld leben. Wie gesagt, systemtheoretische Denken
ganz simpel der Ökonom beliefert. Dann die eigene Position, vor allem wenn es kriselt. Der Ökonom ist vollkommen einflusslos. Ne? Alles, was wir machen, ist sowieso für die Katz, weil die Politiker machen ja, was sie wollen. Die hören ja nicht auf uns. Ganz typische Aussage in der Ökonomie. Dann der Ökonom beeinflusst diskursiv seit den 90er Jahren mit der Durchsetzung der, der Diskursforschung ein richtiger Hype geworden, vor allem in der Soziologie. Und die Augenscheinlichkeitserklärung, hier auch noch als letztes genannt, im Übrigen ist das eine Ausstellung von Calon, die Augenscheinlichkeitserklärung seit Merten vor allem bekannt, ne? Selbsterfüllende Prophezeiung und so weiter. Bei der Frage, die dann auch so typisch ist, der Ökonom beschreibt ja nur, er leitet, hat nicht die Vision der Gesellschaft, leitet nicht die Geschicke dessen, wie die Wirtschaft langgeht und so weiter. Dieser Einfluss wurde oder diese Position wurde von einer Studie von Faulhaber und Baumol auch noch einmal unterstrichen. Calon fragt jetzt kritisch danach und Sie kennen auch den Aufhänger alle, nämlich Blackshaws Merten, diese drei Ökonomen, die in ganz bestimmter Art und Weise, ne, der Berechnung der Derivate kreiert haben, implementiert haben in die Gesellschaft. Das sind die drei, relativ erfolgreich, haben auch das Renommee in der Ökonomie bekommen, indem zwei davon Nobelpreisträger wurden, der dritte war dann schon gestorben. Und wenn man dann genau hinguckt, und dann sind wir wieder bei der sogenannten Krankheit des systemtheoretischen Denkens, dann sehen Sie zumindest diese Fakten. Das heißt also, Sie sind nicht nur Professoren, sondern Sie sind Wissenschaftler, sondern Sie sind eben auch Agierende in den Finanzmärkten, indem sie direkt beteiligt sind. Etwas, was man, wie gesagt, immer wieder findet, also die Kongruenz in den Handlungsakteuren selbst verankert zwischen Ökonomie und Wissenschaft. Und wie gesagt, andere Studien beweisen das auch, hier die Epstein-Studie, ne, inwieweit Ökonomen in der Finanzwelt und eben nicht nur in der Wissenschaftswelt verankert sind, also beides gleichzeitig. Wenn man das versucht, systematisieren, wieder wissenschaftssoziologisch, dann kommen Sie auf diese Möglichkeiten, die auch teilweise alt sind. Das heißt also, wenn Sie nach der Wirkung von Ökonomen fragen, haben Sie diese Perspektiven. Die eine, die Variative of Performativity, werden sehr stark kritisiert und ich teile auch diese Kritik, weil sie zu einfach ist, die Aufstellung von McKenzie, dass sie sagen, eine ökonomische Theorie wirkt oder wirkt nicht oder wirkt gegenteilig. Weil das reicht nicht. So wie ich das schon gesagt habe, wenn ein Ökonom eine Formel kreiert, heißt das noch lange nicht, dass die Formel eins zu eins in die Gesellschaft umgesetzt wird, sondern es findet immer eine Transformation statt, weil es neben demjenigen, der die Formel äußert, immer noch denjenigen gibt, der sie aufnimmt oder die Institution, die sie aufnimmt. Bei Calon heißt das dann, die unabsichtlichen Handlungsfolgen, die dann passieren, und bei der Finanzmarktkrise hatten wir dieses, ne, reagieren bis hin zu diesen Schrauben, nennt es immer Overflowing. Das heißt also, es geht nicht nur um Counter-Performativity, wie das McKenzie in seiner Übersicht sagt, also es geht sozusagen nach hinten los, sondern es geht überhaupt immer um unabsichtliche Folgen und das müssen nicht nur Opposite-Folgen sein, also gegenteilige. Das ist die große Kritik, also so eine naive Vorstellung der 1-zu-1-Übersetzung oder mit mäßig gesagt, ne, so eine semantische Verkürzung, die damit spielt. Wenn man es ganz einfach macht und in die 60er Jahre zurückgeht, kommt man auf die Institutionen, die wir haben in der Wissenschaft. Und dann können Sie ganz banal unterscheiden, es gibt die universitären Einrichtungen, ihre Publikationsorgane, Lehrbücher und die Beiräte, das ist bekannt. Dann haben Sie natürlich die Begrenzung auf die Wissenschaftsebene, das ist nachteilig. Wenn Sie in die Tätigkeiten reingehen, ne, dann haben Sie immer noch diese Begrenzung, sind aber schon deutlicher, ne, in dem Alltag, wie Ökonomen wirken. Und wenn hier vor allem ausgeführt wird, diskursiv beeinflussend, lehren verstärkend, ne, dann gibt vor allem sowas zu denken, also solche Zahlen. Wenn Sie schauen, ne, wie wirken Ökonomen und Sie sehen, die Rechts-, Wirtschaft und Sozialwissenschaften, ne, sind so vertreten, massiv, das sind die Studenten, wie gesagt, Wintersemester 2012, 2013 in Deutschland.
Und da sind die Mathematik- und Naturwissenschaften ist diese Säule. Das sehen Sie, ja, welche Verantwortung Ökonomen haben in der Lehre, weil sie haben die hauptsächlichen Studenten. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, hier drinnen sind ja alle Rechtswirtschaft und Sozialwissenschaften, also Ökonomie ist ja nur ein Teilbereich, ne? Die Soziologie ist ja da auch drinnen. Und dann sehen Sie dann hier, kein Trost, das ist das Verhältnis. Ne? Die Ökonomen weitaus, also die Wirtschaftswissenschaftsstudenten weitaus dominieren gegenüber den anderen. Wenn es um neues Wissen geht, also nicht nur um die Reproduktion von Wissen, wird es natürlich noch spannender mit Pallon, dieser Ausstellung. Wie wird Wissen gezielt implementiert? Ich hatte ja schon gesagt, dazu gehört Begriffsbildung, Allianzenbildung, ne? Strategisches Vorgehen, Repräsentation, eine Selbstinszenierung und man muss das Ganze immer wieder zusammenhalten. Funktioniert wunderbar, wenn man das auf Blackshaws und Merton überträgt. Ne? Hier als Beispiel. Das fand alles so statt. Und als letztes noch ein ganz kurzer Einblick Ökonomen in Gremien, wie wir damit umgehen. Wir selbst rechnen die Präsenz der Ökonomen, wir rechnen sie richtig aus, also wir erheben sie quantitativ. Anhand dieser Koeffizienten haben mittlerweile in Deutschland alle Ökonomen von 1945 bis 1992 erfasst und können diese Präsenz, ne, also in der Reproduktion, so wie ich es gesagt habe, in der Produktion, in der Reputation, in der Präsenz, in der Medienpräsenz, in den Beratungsgremien und als politische Akteure mittlerweile Darstellung. Wer das gerne erfahren möchte, den lade ich für heute Nachmittag ein, da kann ich, muss ich nicht zweimal referieren, weil das ist Teil des Referats, was ich nachher halte. Aber wie gesagt, innerhalb der Netzwerkanalysen, das ist der Umrechnungsfaktor, sehen dann als Beispiel, ne, sehen die Ergebnisse dann so aus, das sind dann die Netzwerkbilder, die entstehen, wie gesagt, zu den deutschen Ökonomen von 45 bis 92. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bin dann am Ende. Danke für die Einladung. Das Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft wurde von Katrin Hirte schon vorgestellt. Ich habe jetzt die Leitung dieses Instituts abgegeben. In Österreich gehe ich in Rente und ich werde ab 1. Oktober an der neu gegründeten Cusanus Hochschule bei Frau Graupe mitarbeiten. Mein Referat bezieht sich in gewisser Weise auf beide Referate, die wir jetzt gehört haben. Es geht um Wirkungen der Ökonomik, die Wirkung des ökonomischen Denkens. Katrin Hirte hat schon einen Überblick gegeben, den ich jetzt nicht wiederholen will. Ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einem Aufsatz von Bruno Frey aus dem Jahre 2000 mit dem Titel Was bewirkt die Volkswirtschaftslehre? Und ich möchte das skizzieren als Negativfolie, wie Ökonomen selbst über ihre eigene Wirkungsweise rekurrieren und dann sozusagen die Gegenthesen formulieren. Das erste Bild, mit dem Bruno Frey diese Untersuchung startet, ist folgendes Bild. Er versucht, das ökonomische Denken auf diese Fragestellung anzuwenden und was ihm natürlich als erstes einfällt, ist eine Produktionsfunktion zu machen. Das heißt, der Input ist irgendwelche Aktivitäten von Ökonomen und der Output sind irgendwelche Indikatoren in Bezug auf die Wirtschaft. Das heißt, typischerweise werden in diesem Denken die Ökonomik, die Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts- und Gesellschaft als zwei getrennte Bereiche erachtet. Es geht nur um die Wirkungsweise des einen Bereiches auf den anderen. Es gibt sozusagen keine Rückwirkungsweise. Und die Grundidee eigentlich bei ihm ist die Idee der Produktionsfunktion. Und er sagt, wir könnten das auch dann mit Ideen, wir könnten diese Transformation auch mit Ideen beschreiben. Wir könnten diese Transformation auch beschreiben mit Personen,
aber eigentlich sind das nur mehr dann Transmissionsmechanismen, die diesen zugrunde liegenden Input-Output-Zusammenhang ergehen. Das heißt, was er hier implizit anwendet, ist etwas, was in der Ökonomik selbstverständlich ist, nämlich eine Informationsperspektive. Es gibt die Akteure, Haushalte und Unternehmen, sie stehen mit irgendeiner Institution, Markt genannt, in die Interaktion. Angebot und Nachfrage wird als Informationsströme interpretiert. Das heißt, Frey wendet eigentlich dieses Denken voraussetzungslos auf seine Fragestellung an. Das heißt, das ist jetzt sozusagen meine Interpretation, er versteht Ideen als Daten, er glaubt, Ideen könnten wir quantifizieren, er macht keinen Unterschied, und das ist ganz essentiell, zwischen Information und Wissen, Wissen verstanden als etwas, was Menschen interpretieren, verstehen, deuten müssen, eine Hermeneutik, das ist auch dieses dumme Reden von der Computer kommuniziert mit uns. Das ist ein völliger Unsinn, weil der Mensch muss es erst interpretieren, was das alles zu bedeuten hat. Information ist kein Wissen, das ist eine andere Kategorie. Das heißt, Frey geht auch davon aus, dass die Menschen so direkt irgendwie an eine äußere Umwelt angeschlossen sind, dass es keine Informations- und Deutungsprobleme gibt. Das heißt, implizit ist irgendwie so ein Bild, es gibt Ideen, diese Ideen können in identifizierbare Daten umgesetzt werden. Der Homo economicus übersetzt es dann in kalkulierbare Zahlenwerte und dann gibt es sozusagen irgendeine Art von Reaktion nach außen. Und wenn das stimmt, dann könnten wir zwischen dem Input der Ideen und dem Outcome außen irgend so etwas wie eine Produktionsfunktion machen. In den Kulturwissenschaften muss das bestritten werden, wird das bestritten, und zwar ganz, ganz prinzipiell. Diese Art des Konzepts ist erklärbarweise unzureichend. Der Mensch wird hier verstanden als ein sinnschaffendes Wesen, als ein simulatives Wesen. Er ist an die Welt gekoppelt, aber durch Sprache, Deutungsschema, Begriffe, Weltbilder und so weiter. Wir können auch Bezüge herstellen zu Hayek Sensory Order, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hayek denkt das nicht wirklich konsequent durch, weil da müsste er sozusagen zu ganz, ganz anderen Ansätzen kommen. Und das können wir jetzt koppeln mit dem, was Katrin Hirte eben gesagt hat, mit dieser These von Performativity of Economic, nämlich dass Sprache, Theorie, Realität formt in einer gewissen Weise. Und Katrin Hirte hat ja auch schon eine Reihe von ganz, ganz grundlegenden Fragen aufgeworfen. Wie kann man sich das vorstellen, dass das vermittelt wird? Das heißt, wie wird es vermittelt? Welche Art von Rezeption findet statt? Wie kann das Denken von Akteuren gestalten? Wie wird es handlungsrelevant? Welche Prozesse der Wirtschaft werden gestaltet? Welche Prozesse der Gesellschaft? Und welche Rückwirkungen gibt es auf andere Ebenen? Das heißt, diese These der Performativity of Economics konkret zu füllen, bedeutet natürlich ganz, ganz fundierte, detaillierte empirische Analyse und empirische Nachweise, damit es sozusagen irgendwie operationalisierbar oder irgendwie verstehbar wird. Ich möchte jetzt, wie schon angedeutet, noch eine Ebene tiefer gehen, und zwar folgende These sagen, ist in einer bestimmten Art von Wirkungsweise geht es nicht um Ideen, sondern es wäre die Behauptung, es geht um noch etwas viel tiefergehenderes, nämlich die Bilder. Die These wäre, dass Kognitionen, das Denken in Anführungszeichen, Sprache, Theorien auf Bildern beruhen, dass Ökonomen oder Wissenschaftler, die Ideen äußern, damit beim Rezipienten Bilder produzieren. Das gibt vor allem für die Grundbegriffe der Wissenschaft. Und dass es manchmal historisch möglich ist, dass Bilder
die aus Theorien in sehr, sehr abgeschlossenen Expertenzirkeln gewonnen werden, schwere Fachdiskurse, die nur einer ganz, ganz kleinen Minderheit in der Gesellschaft kognitiv zugänglich sind, weil sie geschult wurden, an diesen Diskursen teilzunehmen, dass die manchmal eine neue gesellschaftliche Elite affizieren. Manchmal ist das auch eine neue Elite, das kann die alte und neue sein, dass das manchmal zu gesellschaftlich anerkannten Bildern werden, dass diese Bilder dann soziale Praktiken formen und diese Bilder dann reale gesellschaftliche Strukturen verändern. Diese These ist vor allem eine These aus den Kognitionswissenschaften. Als Beispiel möchte ich das Buch von Bergen, Louder Than Words, vom Jahre 2012 verweisen. Eine sehr, sehr interessante Zusammenfassung dieser These aus drei verschiedenen Bereichen in den Kognitionswissenschaften, wo das auch empirisch ganz akribisch getestet wird. Es ist die Idee, die Embodied Simulation Hypothesis, der Gedanke ist, dass Bedeutung und Verstehen körperlich erfahren wird, dass Kinder zum Beispiel Rechnen so lernen, indem sie Gegenstände berühren und indem sie sagen 1, 2, 3. Das heißt, es ist eine konkrete körperliche Tätigkeit. Aus dieser konkreten körperlichen Tätigkeit formt sich das Bild von 1, 2, 3 als eine bildhafte Ordnung. Und das kann dann übersetzt werden in einen Zahlenstrahl oder in sehr, sehr viele Bilder, die Mathematiker brauchen, wenn sie in abstrakten Räumen rechnen. Das ist diese These und es wird versucht, das wird simulativ immer wieder wiederholt, das wird metaphernhaft auf andere Bereiche übertragen. Das heißt, eine Metapher wird in dieser Hypothese nicht als ein linguistisches Moment verstanden, sondern als die Art und Weise, wie unser Geist, Mind, Brain, egal wie wir das nennen würden, funktioniert. Das heißt, der Gedanke ist, Kognitionen sind eigentlich immer angewandte Bildmetaphern, in deren bestimmte Denkweisen von einem Bereich auf den anderen übertragen werden. In der Ökonomie ist das die ganze riesige Geschichte der Metapher der Maschine auf dem Gegenstandsbereich der Ökonomie. Wir können ja die Mainstream-Ökonomie als Folge von Maschinenmetaphern erzählen. Und das ist auch der Gedanke, das wird durch Sprache simulativ aktiviert. Das heißt, die Sprachverwendung da drinnen ist, dass man Sprache wortwörtlich nimmt. Das heißt, immer wenn etwas gesprochen wird, ich rede jetzt mit Ihnen, dann ist die Hypothese, werden in Ihnen, damit Sie das überhaupt verstehen können, Bilder evoziert. Das heißt, die Sprache wird wortwörtlich genommen und in der Diskursanalyse sagt man, welche Bilder könnten das vielleicht sein. Gehen wir auf die soziale Bilder, auf die Sozialwissenschaften über. Für diese These gibt es in meinem Wissen keine Metatheorie, die Implikationen dieser These im Bereich der Sozialwissenschaften beschreibt. Und beispielhaft möchte ich, bevor ich dann auf die Ökonomik übergehe, drei Autoren nennen. Erstens ein ganz berühmtes Buch, Anderson, die Erfindung der Nation, in der Kulturgeschichte ein ganz berühmtes Werk. Bei ihm ist ganz klar, der Begriff der Nation ist eine Simulation, ist eine Erfindung und er beschreibt dann die Geschichte des Nationenbegriffes in Europa sehr, sehr detailliert und er beschreibt auch das, wie durch das Kolonialsystem der Nationenbegriff auf andere Länder übertragen wird, die das überhaupt nicht gehandhaben und wie sich dann das ganze soziale, politische Denken radikal, oft in kurzer Zeit verändert. Mit sehr, sehr interessanten Beispielen. Ein anderes Buch, das ich erwähnen möchte, ist George Lakoff, der Erfinder der kognitivistischen Metaphern-Theorie. Dieses Werk Moral Politics ist sehr, sehr interessant. Es ist ein Versuch, die Programmatik der Demokraten und der Republikaner in den USA zu analysieren. Und seine Idee ist, oder seine Hypothese ist, die Konservativen und die Demokraten
haben implizit in ihrem politischen, auch in ihrem wirtschaftspolitischen Agieren ein Bild einer idealen Familie. Das eine ist der strenge Papa, der strenge Vater. Und jetzt dröselt er das Ganze auf, wie wird da soziale Beziehungen strukturiert, und das andere sind die fürsorglichen Eltern, und das unterstellt er den Demokraten, und das dekliniert er dann durch für insgesamt, ganz ungefähr 5 verschiedene Bereiche. Ein anderes, das man zitieren könnte, ist ein eigenes Buch von mir, wo ich die den Jörg Haider in Österreich, den Populisten, analysiert habe, und da war die Grundidee, diese Leute denken immer begliedert zum Beispiel. Die denken immer in Bildern wir und die, in ausgegrenzten, und wenn man sich dann zum Beispiel die Bildsprache der FPÖ anschaut, dann kann man zeigen, dieses Weltbild von wir und die wird in jeder Wahlwerbung ganz ausgeklügelt propagiert. Die Wahlwerbung propagiert das Weltbild. Wir die Guten und dort die Schlechten. Die These wäre, wenn das stimmt, ist die tiefste und nachhaltigste Wirkung, die ökonomischen Theorien ausüben können, geschieht durch Formung von Bildern über die Wirtschaft, den Menschen, das Soziale, die Gesellschaft, den Staat, wenn es gelingt, unter bestimmten historischen Bedingungen, dass diese Bilder zu gesellschaftlich akzeptierten Bildern werden. Wer diese These auch in einer Philosophie der Ökonomie sehr weit entwickelt hat, ist der kanadische Ökonom Charles Taylor. Diese zwei berühmten Bücher, Quellen des Selbst und Modern Social Imaginaries, wo er eine philosophisch formulierte Bildtheorie entwickelt, wo er ganz klar schreibt, die Bilder ist das Grundlegendere als die Ideen. Die Bilder geben den Hintergrund für Praktiken, und Praktiken werden immer interpretiert, dass sie einerseits konkret materiell sind, dass sie in Raum-Zeit vorgehen und zweitens auch Arten des Verstehens sind. Ich habe mich völlig verschätzt, was 20 Minuten bedeutet. Vielleicht machen wir Folgendes. Die Grundidee, die ich jetzt natürlich nur skizzieren kann, ist folgende. Die These der Bildhaftigkeit hat in der Ökonomik eine lange Geschichte. Diese Geschichte können wir vereinfacht in 3 Schritten so erzählen. Bei Adam Smith, den wir als Begründer unserer Wissenschaft verstehen können, ist die Bildhaftigkeit des Denkens eine ungeheure Selbstverständlichkeit. Der Begriff Imagination spielt in seinem Konzept des Akteurs, in seinem Konzept des Individuums eine ganz zentrale Rolle. In der Theory of Moral Sentiments kommt dieser Begriff über 200 Mal vor, wenn man mit Imagine sozusagen in die Suchmaschine reingeht. Nachher bricht sich diese Tradition. Es kommt eine andere Art von Philosophie, die man auf John Locke zurückführen, in die ökonomische Theorie rein. Mainstream entwickelt sich anderes. Am Höhepunkt dann die Neoklassik, wo die Vorstellung der Bildhaftigkeit vollkommen verloren gegangen ist. Und die dritte Entwicklung wäre das, was Silja Graupe beschrieben hat. Die Bewusstheit über die Bildhaftigkeit kommt wieder rein bei neoliberalen Autoren, die allerdings die Unbewusstheit der Bildhaftigkeit der Masse zuschreiben und die das, was wir jetzt gerade gehört haben, den Experten, Stichwort Walter Lippmann, sagen, die Experten haben die Fähigkeit, die Bildhaftigkeit des Denkens zu durchschauen und bewusst anzuwenden. Für Smith müsste man jetzt über das Theory of Moral Sentiment sprechen, was Imagination bedeutet. Imagination ist Picture. Das ist ganz eindeutig, es ist immer Bild gemeint, Imago ist das Bild,
Und wenn man das, wenn man die Englisch, den englischen Text nimmt, er redet über Bilder. Und in manchen Sätzen spricht das direkt an. Das heißt, der Mensch hat die Fähigkeit, sich durch Imagination in die Innenwelt des anderen zu verstehen. So kommt Sympathie zustande. Diese Fähigkeit bezieht sich schließlich auf sich selbst auch. Das ist dann, wie auch den Spectator geehrt. Und Smith beschreibt auch, dass wir diese Fähigkeit der Bildhaftigkeit anwenden, wenn wir über Aggregate reden, wenn wir über den Staat reden, die Nation reden über die, und so weiter, über die Gemeinschaft reden. Und die Bilder über die Gemeinschaft ist auch für die Handlungsorientierung, die Menschen besitzen, dafür gibt es einige Passagen, ist auch handlungsrelevant. In der Neoklassik, jetzt haben wir die lange Geschichte, ist das alles weg. Es ist deswegen weg, erstens, weil der Gesellschaftsbegriff weg ist, es gibt kein Konzept der Gesellschaft, zweitens, weil die Vorstellung der Innenwelt weg ist, die Innenwelt reduziert sich in der Lockschen Idee, beim Lock habe ich die Idee des punktförmigen Selbst, reduziert sich nur noch auf einen Formalismus, es gibt keine, und drittens, weil der Gedanke des moralischen Raumes weg ist und der moralische Raum ist ja bei Adam Smith genau der Link, der die individuelle, subjektive Imagination mit dem sozialen Raum verbindet. Wir sind deswegen soziale Wesen, weil wir uns gegenseitig via Sympathie imaginieren. Und der Gedanke ist jetzt weg. Der Gesellschaftsbegriff ist weg, die Idee eines moralisch relevanten Raumes ist weg, und der andere Idee ist weg, und das wird meiner Meinung nach überhaupt nicht reflektiert, es ist weg der Gedanke eines Innenraums. Die neoklassische Ökonomik zeigt keine Menschen, sie zeigt nicht uns in unserer Bewusstheit, in unserer Reflexionsfähigkeit, sondern sie zeigt Automaten, sie zeigt Maschinen. Und der Gedanke ist dann jetzt drinnen, und Walter Lippmann redet dann über die Pseudo-Umwelten, die in manchen Dingen zugänglich sind. Ökonomen reflektieren nicht über das, sie reflektieren nicht über eigene Wirkung. Die wichtigste Wirkung wäre meiner Meinung nach in den Bildern des Marktes als agierendes Subjekt, die unsere Gesellschaft wirklich kulturell durchdrungen haben. Das wird nicht reflektiert. Und die Ökonomen reflektieren auch nicht, was es für eine Gesellschaft ist, mit der Durchschnittskonsument mehreren tausenden visuellen Werbereizen pro Tag ausgesetzt ist. Das heißt, wenn man das alles wegtut, welche Art von Ökonomie dann auf einmal wäre, das wird nicht imaginiert, weil die Fähigkeit verloren gegangen ist, über Bilder, über die Bildhaftigkeit des Denkens bewusst zu reflektieren. Danke für Ihr Zuhören. Ja. Okay, viele Bilder, die auf Sie einströmen. Ich möchte den Abschluss machen für diese Session. Mein Name ist Florian Rommel, ich arbeite auch am Institut für Ökonomie an der Cusanus Hochschule und studiere an der CUSA Akademie im Pionierjahrgang sozusagen, der dann im Herbst anfangen kann an der Cusanus Hochschule, den Master jetzt schon sozusagen erprobt und ja, darf mich jetzt letztendlich um eben die Rückgewinnung dieses Innenraums vielleicht bemühen. Und die Frage stellen, wenn man jetzt diese ganz tollen Sachen lernt und so mit auf den Weg bekommt im Master, was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Und das geht in ein Sprechen über Wissenschaft, in das, was man bis jetzt Wissenschaftstheorie genannt hatte. Ich würde einfach mal sagen, ich denke über Wissenschaft nach, also eigentlich damit auch wieder praxiswirksam, also so theoretisch ist es gar nicht. Die Frage, wenn wir wissen, dass Wissenschaftler Welt formen, wie wollen wir sie denn dann formen? Was heißt das denn jetzt für ein sich neu verfassendes oder konstituierendes Netzwerk plurale Ökonomik? Wie möchte eine plurale Ökonomik in Zukunft mit diesem Formungsstärke oder Macht oder wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich umgehen? Und dafür kann ich natürlich super auf das aufbauen, was jetzt schon gesagt wurde. Auch ich finde da diesen Ansatz der Performativität der Ökonomik bis jetzt eigentlich am fruchtsamsten. Für mich heißt das ganz einfach, die Performativität ist für mich nichts anderes als die Frage, wodurch wird etwas geformt?
Das kann man jetzt von Wissenschaft auf Gesellschaft nehmen, kann man aber auch ganz einfach bei seinen eigenen Gedanken irgendwie versuchen nachzuvollziehen, woher habe ich jetzt einen Gedanken. Im wissenschaftlichen Kontext ist das ganz normal Usus, dass man danach so eine kleine Angabe hinmacht und sagt, okay, den Gedanken habe ich daher. Und das allein ist auch schon eine Art von Performativität. Den Gedanken von Performativität selber wurde schon gesagt, von Mackenzie Callan haben den ganz stark ausgeprägt. Sie versuchen diese Trennung zwischen deskriptiv und normativ aufzuheben und sagen eben, dass es auch einen kreativen Aspekt gibt, dass wir eben nicht einfach nur Bilder von der Wirklichkeit machen können und die bleibt dann gleich, sondern durch diese Bilder, die wir von der Wirklichkeit zeichnen, fügen wir der Wirklichkeit immer etwas hinzu und dadurch verändern wir sie wieder. Diese Bilder wirken wieder zurück auf irgendeine Form. Wie Katrin Hirte gesagt hat, ist die Wirkung nicht vollkommen vorherdeterminiert, sondern wie die dann wieder wirken, kann ganz unterschiedliche Wege gehen. Es sei denn, die Wirkung wird ganz streng reglementiert und sehr stark gerichtet und in Feedback-Systemen eingebaut, dazu aber später mehr. Beispiele für diese Performativität gibt es mittlerweile zuhauf, ein paar habe ich hingeschrieben. Das Klassische ist schon aufgetaucht in den Derivatmärkten, wo praktisch Bewertungsformen für Derivate erfunden wurden von Ökonomen und dann dazu geführt haben, dass die Preise sich auch so entwickelt haben, wie die Modelle das vorherbestimmt haben. Celia Graupe selber hat aufgewiesen, wie ökonomisches Wissen aus ökonomischen Theorien letztendlich in Bildungspolitik eingeflossen ist und dort ganz stark wirksam geworden ist. Ein anderer Bereich, den ich ein bisschen erforscht habe, auch mit in der letzten Zeit, ist, wie letztendlich ökonomisches Wissen sich bis in Buchführungsstandards hinein festgesetzt hat und dort Notwendigkeiten erst einmal erschaffen hat, vor deren Hintergrund es so aussah, dass man überhaupt andere Standards braucht und dann auch die entsprechenden Instrumente in den International Financial Reporting Standards davon geschaffen wurden, jetzt wirksam sind und eben in diesem Moment wahrscheinlich von Tausenden von Praktikern überall so buchgeführt wird, wie es sozusagen der ökonomischen Theorie gemäß erfunden wurde. Das Beispiel der Managementpraxis wurde schon von Goschel 2015 irgendwie beschrieben. Das sind alles Beispiele, wie ökonomisches Wissen aus der ökonomischen Theorie, Welt geformt hat. Die spannende Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, wie denken denn jetzt sozusagen diese pluralen Ökonomen darüber? Oder sagen wir erstmal die Leute, die über Pluralität in der Ökonomik schreiben und darüber nachdenken. Das war jetzt der Ansatzpunkt bei mir. Und da war ich nicht so begeistert leider. Ich habe gemerkt, dass auch in den Schriften, die sich explizit damit auseinandersetzen, wie jetzt diese heterodoxe Ökonomik, diese plurale Ökonomik, wie die sich da positionieren sollen, wie die verschiedenen Schulen zueinander stehen sozusagen, dass die eigentlich immer noch in diesem Bild von Wissenschaft sind. Hier stehen wir Wissenschaftler, da draußen ist die Welt und jetzt setzen wir uns mal hin und malen das. Ja, das heißt zum Beispiel, Dobisch und Capella haben etwas geschrieben über Interested Pluralism und bleiben letztendlich diesem Bild treu und sagen, wir sollen ein plurales Metaparadigma kreieren. Statt einer Pluralität von verschiedenen Paradigmen wollen wir jetzt die ganzen pluralen Ansätze, die ganzen Heterodoxen irgendwie unter ein plurales Paradigma zusammenfassen und das sollte dann einen größeren Erklärungswert haben als die neoklassische Theorie und dann sind wir besser. Das ist so eine Grundaussage, würde ich sagen, aus dem Text, ein Zitat dazu. Striving for conductive interaction and engagement between different theoretical traditions in order to come up with an improved and expanded set of explanatory relevant statements. Ja, es geht darum, die Erklärungskraft zu erhöhen, ja, in diesem klassischen Erklärungsmodell, wenn man so möchte, in diesem wissenschaftlichen Verständnis. Sie zitieren Rothschild von 1999, trying to get nearer to the faraway truth. Ja, also da draußen ist die Welt und wir wollen da irgendwie näher rankommen. Ähnlich bei Negro und Vigo, die ein Konzept von ontologischem, reflexiven Pluralismus entwickeln möchten. Sie wollen auch eigentlich Pluralismus fördern für ein Advancement of Knowledge, also für diesen Zugewinn an Wissen. Es geht also nicht um dieses, wie wirkt jetzt mein Wissen auf die Welt und was gibt es da für Wechselbeziehungen, sondern ich stehe hier, ich will mehr von dem da hinten. Das ist so die Grundbewegung. Was auch alle Autoren eigentlich gemein haben, ist, dass sie sagen, ja, wir wollen Pluralismus, aber bitte kein Anything Goes. Ja, also bevor alle Angst haben, ist eigentlich, wenn wir diesen Pluralismus zulassen, dass dann irgendwie jeder macht, was er möchte.
Ja, wir haben dann ganz verschiedene Theorien, die reden nicht miteinander und die Frage ist dann, das verwirrt uns doch alle nur, wohin führt uns das eigentlich? Das sagt, man sagt eigentlich, wir wollen Pluralismus, wir wollen also keine Metakriterien zulassen der Theoriewahl. Wir sagen jetzt nicht, die beste Theorie ist die nach dem Standard oder jene nach dem Standard, weil wir sagen, wer setzt denn diesen Standard fest? Genau das ist eine Auslegung von Pluralismus, würde ich sagen. Deswegen wollen wir ja Theorien, Vielfalt, Methodenvielfalt und so weiter und so fort. Sondern die rudern dann eigentlich alle wieder zurück, grenzen sich ab gegen irgendeine Form von Anything Goes, also von kein Metaprinzip, und verknüpfen das, wenn es noch einhergeht, Dorosch und Capella zum Beispiel tun das explizit auch mit Paul Feierabend. Ja, und sagen, naja, wir wollen Pluralismus, aber so ein Anything Goes assoziiert mit Willkür, das wollen wir ganz bestimmt nicht. Dieses Bild von diesen verschiedenen unzusammenhängenden Schulen wird dann auch entsprechend negativ beschrieben in der Literatur. Das wird genannt Scattered Pluralism, Disinterested, Antagonistic. Mackie stellt die Frage, why do we have so many theories about the one world? Man fragt sich, wie er da irgendwie rauskommt. Irgendwie gibt es ja eine Welt draußen, aber warum haben wir so verschiedene Meinungen darüber? Delange stellt explizit die Frage nach der Erfreulichkeit von diesen verschiedenen Theorien. Und Van Dalen bezieht explizit Stellung und sagt, Pluralismus ist nur dann wirklich für alle gut, wenn irgendwie die verschiedenen Schulen miteinander sprechen und gemeinsam irgendwie was vorangeht. Intellectual Trade, auch eine relativ ökonomische Metapher vielleicht. Okay, wie sieht das vielleicht bei den klassischen Ökonomen aus, wenn man so möchte? Sind die sich in ihrem performativen Beitrag bewusst? Da ist ja das Bild, was man von McKenzie und so weiter bekommt. Nee, die sagen immer, sie beschreiben was, dabei kreieren sie was. Und es gibt aber auch durchaus Ökonomen, die man dem Mainstream zuordnen kann, die sehr wohl wissen, dass sie die Welt verändern. Und das sind natürlich zum einen die ökonomischen Imperialisten, so wie Lazier, der sich auch selbst so bezeichnet, der 2000 geschrieben hat, dass eigentlich sozusagen das Metakriterium für die Theoriewahl ist der Market Test, also auch ökonomisch gedacht und reflektiert sozusagen auf die wissenschaftstheoretische Ebene. Und sagt, es geht einfach nur darum, Leute zu beeinflussen. Der sagt das ganz explizit, alles, was jetzt hier vorgetragen wurde, und sagte, wir wollen die meisten Studenten ausbilden, wir wollen die Welt beeinflussen, wir haben das bessere Wissen und das muss jetzt in die Praxis. Ja, das ist so die Position dort. Und dann geht das ganze Paper eigentlich weiter mit den Errungenschaften. Also der bestreitet das gar nicht ab, sondern sagt selber, ja, zum Beispiel bei den IFRS-Standards in der Bilanzierungsregelung, da haben wir es geschafft, sind reingekommen. Am Anfang war es schwierig, aber dann sind die ersten in das Gremium gekommen und dann dort und jetzt mittlerweile ist es fruchtbar gemacht und da ist überall schön ökonomisches Wissen drin. Ein anderer ganz spannender Bereich ist die experimentelle Ökonomik und da kann ich nur verweisen auf ein sehr schönes Paper von Francis Gwala 2007. Der unterscheidet im Prinzip zwei Haltungen, wie man an experimentelle Ökonomik rangehen kann. Und sagt einerseits, was wir meistens kennen damit, ist, dass diese ganzen schönen Tests und Spiele gemacht werden, wo Menschen in Institutionen, in Regelsysteme reingestellt werden sozusagen und dann beobachtet wird, ob sie sich so verhalten, wie das in der Theorie vorgeschrieben wird oder nicht. Das ist die Haltung der Theory Testing. Also man guckt, trifft die neoklassische Theorie zu und verhalten sich Menschen ihr gemäß. Und da wurden ja wirklich eine ganze Menge von Anomalien festgestellt, wie wir auch gestern Abend schon gehört haben, wofür es teilweise auch Nobelpreise gab. Das heißt, irgendwie verhalten sich Menschen normalerweise nicht so, wenn sie unmittelbar in dieses Setting reinkommen. Und dann gibt es jetzt aber noch eine zweite Haltung, und das sind die Institution Builder. Und die stellen sich nicht mehr die Frage, verhalten sich Menschen wirklich so, wie die ökonomische Theorie das vorschreibt, oder nicht, sondern fragen, unter welchen Bedingungen. Wie müssen wir ein experimentelles Setting kreieren, damit sich Menschen so verhalten, wie wir das eigentlich wollen oder wie die Theorie das vorschreibt? Und das ist dann eben der Punkt, wo dann die Performativität doch sehr gerichtet wird und in dem Moment dann eben nicht, wie Katrin Hirte das eben auch nochmal hingewiesen hat, letztendlich das immer eine offene Situation ist und die Frage ist, wie gehen Menschen jetzt damit um? Also die Grundidee von Austin, ich sage jetzt, wollen Sie mich alle heiraten? Und deswegen müssen Sie mich jetzt nicht heiraten, sondern Sie können irgendwie sagen, nein. Also wir müssen nicht zwangsweise Realität kreieren durch diesen Sprechakt, sondern Sie haben immer noch die Möglichkeit, diese performative Wirkung zu durchbrechen. Genau das wird in der experimentellen Ökonomik dann eben untersucht. Wie kann man genau diesen Freiheitsgradienten eigentlich wegnehmen?
Und auch das macht Gwala eigentlich sehr schön explizit und hat das schon vorgearbeitet und schreibt, dass in den üblichen Journals letztendlich auch Restriktionen herrschen, um in diese Journals über experimentelle Ökonomik reinzukommen, dass man nämlich einfach ja, die Anreize erhöhen muss, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Also man muss es irgendwie über Geld machen, man kann jetzt nicht mit den Menschen nochmal zwischendurch reden oder irgendwie sowas. Es wird versucht, die Anonymität zu erhöhen der Menschen, dass sie sich nicht mehr miteinander kennen, dass dort nicht Dialog zustande kommen kann in dem Moment oder Sympathie aufgebaut werden kann oder sowas. Und es wird klar gemacht, dass die Instruktionen am Anfang klar sind, dass es unter Umständen sogar schon mal eine Testrunde gibt und dass Menschen dann wirklich wissen, welches Spiel sie gerade in dem Moment spielen sollen. Ja, also es geht nicht mehr darum, wie verhalten sich Menschen, sondern wie können wir es schaffen, dass sie das Spiel spielen, was sie gerade spielen sollen. Ja, und dazu eben diese drei Verstärker sozusagen. Und Carsten Hermann Pilat fasst es eigentlich ganz schön und schreibt: Anomalies do not challenge the economic theory, but it is assumed that subjects were not playing, for instance, the prisoner's dilemma game, but another game of their choice. Ja, das heißt, die Grundidee, Menschen haben immer gerade irgendwie einen Sinnzusammenhang, in dem sie agieren, in dem sie spielen. Und während man bis jetzt gesagt hat, ah ja, die Menschen verhalten sich anders, als die Theorie es vorschreibt, dann waren wir wohl falsch, sagt man jetzt, nee, wir haben jetzt hier ein schönes Spiel kreiert und jeder, der nicht nach unserer Pfeife tanzt, der wird jetzt durch die Spielregeln letztendlich abgestraft oder braucht vielleicht einfach mehr Geld, damit er sich so verhält, wie das dann eigentlich gedacht ist. Ja, das heißt, was man feststellen kann, wieder einmal im Mainstream, they don't practice what they preach. Also die, es gibt sehr viele Menschen, das ist jetzt bezogen auf das, was ich über die ökonomischen Imperialisten gesagt habe und die experimentellen Ökonomen. Es ist gar nicht so, dass sie jetzt einfach nur Welt beschreiben wollen, sondern es geht ganz vielen Ökonomen natürlich darum, Welt zu beeinflussen. Und dann der Zusatz war, they are closer to the real world, ist gemeint relativ zu dem Pluralus sozusagen vielleicht. Also man kann sich sehr schnell verlieren zwischen verschiedenen heterodoxen Schulen und einem, naja, distanziert wissenschaftstheoretischen Anspruch, den man ja gesehen hat letztendlich in diesen Schriften, die ich versucht habe, da zusammenzufassen mit den wenigen Stichwörtern. Und die Frage, die sich jetzt direkt daraus ergibt aus der experimentellen Ökonomik, was heißt das jetzt sozusagen für einen aufgeklärteren Umgang mit Wissenschaft? Wollen wir andere Spiele aufstellen, die Menschen spielen sollen, als es bis jetzt von der Game Theory da ist sozusagen? Oder geht es vielleicht darum, dass Menschen dazu befähigt werden, ihre eigenen Spielregeln zu suchen, ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens oder sowas in der Richtung? Das sind offene Fragen, die ich jetzt einfach gar nicht beantworten möchte oder sowas, sondern die ich einfach nur aus dem Hintergrund dieses ganzen Diskurses und diesen Überblendungen sozusagen in den Raum stellen möchte. Wichtig war mir zu sagen, dass das Denken als Formursache erkannt werden muss, finde ich, in dem Zusammenhang. Seien da jetzt noch Bilder drunter oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das, was diese experimentelle Ökonomik für mich zeigt, dass sozusagen eine Denkform die ökonomische Realität werden kann in experimentellen Settings. Und Carsten Hermann-Pilat zumindest geht weiter und sagt, similar patterns of performativity occur in both the lab and the real world. Das heißt, in diesen experimentellen Settings dort findet etwas statt, was auch letztendlich in der Welt stattfindet. Und da taugt jetzt der ganze Diskurs zur modernen Organisation, zur Buchführung und so weiter und so fort, dass letztendlich diese Spiele, die dort in diesen Experimenten gespielt werden, auch im ganz normalen Organisationsalltag gespielt werden. Dass es um Incentives geht, dass letztendlich Kostenstellen, Rechenstellen in einem Unternehmen klar definiert sind, dass bestimmte Ziele klar definiert sind und diese Ausrichtung an bestimmten Zahlenwerten sozusagen dann auch das Verhalten der Menschen prägt und eigentlich Manager dafür verantwortlich sind in vielen Kontexten, dass ihre Mitarbeiter das richtige Spiel spielen. Ist seltener der Fall in einer Organisationsstruktur, dass alle sich gemeinsam hinsetzen und sagen, was wollen wir herstellen oder sowas, sondern meistens geht es darum, dass sie performen. Ja? Das heißt, Denkformen können zu Lebensformen werden, zu Formen des Zusammenlebens, beziehungsweise könnte man dann fast schon wieder sagen, zu einer Tradition, die dann noch weitergegeben wird. Und der Begriff der Tradition bringt uns dann zu Feierabend zurück,
den man dann an der Stelle vielleicht nochmal retten sollte vor der Interpretation, die momentan kursiert, weil er eben niemals für ein Anything Goes als Metakriterium war für Theoriewahl, sondern das Anything Goes hat er sozusagen einfach nur in den Raum gestellt, um zu sagen, wenn ein Mainstream-Wissenschaftler auf den Prozess der historischen Entwicklung der Wissenschaften schaut und sagen möchte, welche Methode gab es da jetzt über diese ganze Zeit, dann kann der eigentlich nur sagen, anything goes. Man kann gar nicht sagen, es gibt jetzt die Methode oder empirische Überprüfung oder sowas, es war einfach viel zu komplex. Sondern was Feierabend wirklich sagen wollte, so wie ich ihn zumindest verstehe, ist, dass es verschiedene Traditionen sich entwickelt haben, die immer mit ihrer eigenen Methoden, mit ihrer eigenen Rigorosität, mit ihrer eigenen Strenge aufgetreten sind und dass man sozusagen dieses Metakriterium nicht abstrakt von Philosophen beantworten lassen sollte, sondern in die Verantwortlichkeit von wissenschaftlichen Gemeinschaften geben müsste, die dann eben angebunden sind auch an gesellschaftliche Kontexte, an demokratische Bewegungen. Deswegen sozusagen als Zitat und Ende und Fazit einfach die Offenheit, die, glaube ich, dieser Thematik am meisten gerecht wird. Ein Zitat von Feierabend, eine Frage an den Wissenschaftler. Ist das Ziel der Wissenschaft die Befreiung der Menschen von Ideen, Lebensformen, Institutionen, die ihnen nicht liegen und die ihre Wünsche nicht entsprechen, oder die Verbreitung ihrer Lieblingsideologie? Wollen sie anderen Menschen helfen, sodass sie ihre eigenen Wege gehen können? Oder kommt es ihnen bloß darauf an, jedermann in den von ihnen gebauten und bemalten Höhlen zu versammeln? Sind sie Verteidiger der Aufklärung, das heißt, wollen sie den Menschen mündig machen, was immer der mündige Mensch dann wählen möge? Oder sind sie die Bannerträger einer neuen Periode von Unmündigkeit? Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, die einfach diese Bewegung irgendwie weiter begleiten sollte, mit der Frage, wollen wir die neue Metatheorie über das da draußen irgendwie finden oder wollen wir gemeinsam mit denen da draußen forschen und ja, vielleicht ein ganz anderes Bild von Wissenschaft kreieren. Das ist einfach das Input von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank allen vier Referentinnen und Referenten. Wir haben jetzt die Möglichkeit und noch ein paar Minuten auch für Fragen aus dem Publikum zu allen Vorträgen. Dazu möchte ich herzlich einladen. Gibt es Fragen oder Kommentare zu den... Nee, ich glaube, das ist okay so. Ja. Ich hatte eine generelle Frage zu den Vertretern von der Cusanus-Hochschule, weil am Anfang gesagt worden ist, sie wollen Philosophie und Ökonomie in neuen Grundlagen auseinanderstellen. Welche, also haben die schon eine Vorstellung, welche Auswirkungen das jetzt auf dieses Thema, zum Beispiel der Performativität, hat im Sinne von sowohl, sind sie dann also sozusagen auch für die Brücke intellektuelle Wissenschaftler bis hin zum Bürger? Wäre das so ziemlich dasselbe oder würden sich da zum Beispiel Unterschiede schon ergeben, weil bestimmte philosophische Grundlagen die Menschen wieder viel offener sind, als wenn sie über abstrakt-ökonomische Sachen zum Beispiel sich Gedanken machen müssen? Also ganz einfach das nur als Beispiel, inwiefern würde sich diese Thematik eigentlich über die Verbindung Philosophie und Ökonomie im Grundsatz ergeben? Und ich denke, das ist jetzt verantwortlich für den Bereich Ökonomie, wo die Philosophie eine grundlegende Rolle spielt. Wir haben auch eigene philosophische Studiengänge, ich denke, die jetzt weitgehend. Ich würde das aufgreifen, was Florian Rommel gerade gesagt hat, dass es sich tiefgehend unterscheidet bei der Frage des Menschenbildes, und zwar nicht der Mensch als Objekt der Wissenschaft, sondern als die Frage der Wissenschaftler selber, der sich da bildet, also des Studierenden. Und ich sehe im Moment das Problem in der herrschenden Lehre darin, und das wollen wir überwinden, dass Theoriebildung unbewusst funktioniert. Also dass genau Bilder geprägt werden, über die junge Menschen nicht aufgeklärt werden, sondern die sie nur stillschweigend einüben. Und ich denke, da ist die Philosophie, aber auch Wissenschaftssoziologie, Wirkungsforschung, wie wir das nennen, Erkenntnistheorie wichtig, damit der Mensch, also der Studierende selber, einen aufgeklärten Standpunkt erreichen kann, im Sinne der Selbstreflexion und zu verstehen, wie ihn Gesellschaft und gesellschaftliche Bilder prägen und wie er auf diese Prägung, also wie er die selber auch umgestalten kann. Also das scheint mir das Wichtige, dort wieder eine Form des humanistischen Ansatzes zu finden, der die Selbstreflexion in sozialer Gemeinschaft und sozialer Verantwortung in Vordergrund stellt, dass man dafür nicht alles in der Philosophie in Anschlag bringen kann,
ist selbstverständlich, sondern dass es auch da eben bestimmte philosophische Traditionen bedarf, die diese Form der Befähigung des Menschen zur Befreiung aus seiner eigenen Unmündigkeit, wie es an prominenter Stelle formuliert worden ist, also diese Befreiung zu praktizieren und dafür institutionell Räume zu geben. Also nicht nur von den Inhalten her, sondern auch zu sagen, was heißt das institutionell, zum Beispiel bei der Frage von Mitgestaltung von Wissenschaft, Mitgestaltung von Bildungspolitik, auch schon auf der Ebene der Studierenden. Und deswegen diese Initiative nicht einfach nur, das heißt nur, Kollegen werden es wissen, an staatlichen Hochschulen neue Studiengänge aufzulegen, sondern auch in der bis in die institutionelle und finanzielle Struktur auf diese Herausforderung versuchen, eine Antwort zu finden. Ich hätte nur einen kleinen Kommentar zu machen zu dem, glaube ich, von mehreren Rednern angeführten Beispiel der Derivatepreisbildung als Beispiel für die Performativität der modernen Ökonomik. Es entstand ja der Eindruck, als ob das eine erfolgreiche Performativität der Ökonomik war, und das wollte ich korrigieren, denn es hat sich nichts anderes erwiesen, als dass diese Preisbildung aus dem Hirn von Ökonomen entstanden ist, die in Normalverteilungen verliebt sind, während die Preisbildung auf den Finanzmärkten alles andere tut, als sich nach Normalverteilungsgesetzen orientiert. Also insofern sollte man das mal kritisch aufnehmen. Das sind Selbsteinbildungen der Ökonomen, dass sie performativ sein können. Das solltet ihr vielleicht auch mit reflektieren, die manchmal einfach übersteigertes Selbstbewusstsein ausdrücken, weil sonst gar nichts. Ja, ganz kurz dazu, also nochmal die Performativität steht, so wie Florian Mormisch das nochmal gesagt hat, einfach nur dafür, da formt sich etwas zusammen. Und natürlich hat Caron das gewusst, er selber sagt ja auch, das, was eben die drei Denker sich ausgedacht haben, nicht eingetreten ist, und nennt das, wie gesagt, in der Wirkung immer Overflowing. Das heißt also, dieses Überfluten des Gedachten in der Konstellation passiert deswegen, weil die selbstverstärkenden Effekte, und dann kam es eben zu dem Hype und der Finanzkrise, natürlich immer eintreten. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit, die hat nicht nur was mit Finanzmärkten zu tun. Weil in dem Moment, in dem ich etwas installiere, neue Regeln schaffe und damit in eine neue Phase der Entwicklung eintrete, natürlich auch immer die Effekte und die Konsequenzen davon zu tragen habe, weil ja die Menschen darauf reagieren. Wie gesagt, in einer primitiven Form hat man das, wie gesagt, beim Merkens mit selbsterfüllender Prophezeiung. Also insofern, wir nehmen das Beispiel nicht als gelungene Performativität und verstehen das dann als gelungene Beeinflussung der Welt nach ihrem Muster. Der Vorwurf kam auch an Caron immer wieder, sondern ganz im Gegenteil. Wir nehmen es gerade als Beispiel dafür, dass eben dieses Perform nicht berechnet werden kann. Es tritt nicht ein, was jemand sich ausgedacht hat, sondern es tritt immer mehr ein. Ja, eine Bemerkung, eine Frage. Die Frage an Walter Wetsch. Ist es vielleicht eine Schwäche der Heterodoxie, dass sie eben keine, sagen wir mal, Gegenbilder oder Alternativbilder produziert? Oder wenn ja, was wäre so ein Gegenbild? Die anderen haben es ja einfach, nicht? Der Papagei sagt, die Märkte werden es richtig. Ja? Und das ist auch sehr schnell vermittelbar. Ja, also das ist die Frage. Und die Bemerkung ist, dass ich habe mir gerade neulich mal Renklus neue Auflage oder fast neue Auflage der Grundzüge der VWL, mit denen ja doch viele Studenten betrifft werden, was genauer angeschaut. Und da fand ich interessant, dass es eben nicht nur Bilder sind, sondern dass das auch mit in gewissem Sinne objektiver Wissenschaft vermengt wird. Also indem zum Beispiel dann in der Differentialrechnung in so einem Anhang gezeigt wird, und dann beispielsweise das Elastizitätenkonzept dargestellt wird. Und da kann man ja sagen, ja, so Elastizitätsberechnung, was passiert, wenn der Erdölpreis steigt, wie wird sich das wohl auswirken auf die Nachfrage und so, das ist ja nicht nur ein Bild, sondern das ist auch irgendwie eine objektive Analyse der Realität. Und dann wird bei der Differentialgleichung sofort Angebot und Nachfrage gekommen, als wäre das genauso. Ein neutrales, also ein Phänomen und neutrales Beschreibungsding, ein objektives Etwas, so eine Angebotsnachfragekurve. Das heißt, der Trick der VWL besteht eigentlich darin, eine unglaublich eigenartige Vermischung
aus einem Bild bei Menkel, ja, dieses Wunder des Marktes und so weiter, ja, und im Allgemeinen und so weiter, und ein bisschen Marktversagen, ja schön, da gucken wir dann halt mal im Spezialfall, dass das eine unglaubliche Vermengung zwischen Mathematik, ein paar objektiven Tatsachen, wenn der Äpfelpreis steigt, dann begeistern sich die Leute mehr für Birnen, ist ja nicht ganz falsch, es werden mehr Äpfelbäume angebaut, also dass das eine eigentümliche Vermischung ist und dass deswegen dann das Bild entstehen kann für den Studenten, naja, dann kaufe ich es im Package und so wird die Realität dann objektiv wohl auch wertneutral gesehen sein. Ich denke, es gibt ja eine breite Gegenbewegung, natürlich als Minderheitsbewegung, und natürlich kann man die bildhaft beschreiben und es gibt sehr viele Bilder. Das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen denken. Man könnte zum Beispiel nachdenken über den Streit, was weiß ich, um die sogenannte Rettung von Griechenland. Im Hintergrund sind natürlich bestimmte Bilder. Was ist die Wirtschaft, was ist die Wirkungsweise der Politik, Gestaltung der Politik? Es geht um Bilder der Demokratie, was heißt marktkonforme Demokratie, was wären andere Bilder? Wir haben ja auch über die gesprochen im Sinn von aufklärerischen Bildern. Die ganze riesige Debatte über Commons, da geht es über Bilder, was ist Gemeinschaft? Oder die andere Debatte, die natürlich auch grundlegend ist, was ist unser Bild des guten Lebens? Das heißt, ich denke, die Bildhaftigkeit klar zu haben, könnte einen Katalog liefern über alternative Bilder, die ja genau im Diskurs sind, und vielleicht könnte man das auch ordnen oder so, oder vielleicht könnte man hier in der Struktur reinfinden. Diesen Gedanken, dass man das strukturell ordnen kann, den habe ich im Augenblick nicht. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit unserer Session. Ich möchte Sie dann auch pünktlich in die Pause entlassen, damit es Viertel vor, also in jetzt 14 Minuten, dann weitergehen kann. Und da noch mal herzlichen Dank an alle Kommentare und Fragen und an die Referenten und eine gute Pause von meiner Seite. Danke.